Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge die Sims 4 der 100 Baby Challenge. Wir schauen mal, ob es geklappt hat und sie das nächste Kind erwartet. Kannst du dir eigentlich nicht sagen, dass sie abnehmen soll? Ja, schon, aber dafür brauche ich ein Fitnessgerät und die sind teuer. Ey, cool, sie ist schwanger. So gerade das letzte Kind bekommen, direkt wieder schwanger. Das ist doch ein Wahnsinn. Was macht sie jetzt mit ihnen? Plaudern. Ja, das hilft ihr bestimmt weiter. Das ist auch schon über den geplaudert. Jetzt kann er wieder nach nebenan und sie kann pennen. Dann kann sie wieder alles verkaufen. Kriegt sie wieder Kohle. Ja, jetzt müssen wir warten, dass sie aufwacht. Ja. Aber ja, wir könnten ja mal ein Fitnessgerät kaufen, aber sie ist halt einfach dick. Oh. Da ist unser Kind auch schon weg. Hups. Da ist Nummer 10 von Jugendamt abgeholt worden. Passiert mal. Ja, wegen mir kommt Klassenkamerad Markus mit. Das ist aber, glaube ich, ihr Bruder einfach. Du solltest über einen Goldfisch nachdenken, bevor du wieder in elterliche Pflichten stürzt. Der Vater ist abgehauen oder hat halt keine Ahnung von dem Kind, aber grundsätzlich hat das Kind keinen Vater. So, dampfende Dusche. Und dann was essen. Hey, das nächste Kind ist schon unterwegs. Kein Stress, muss ich nicht wieder meinen Haushalt aufteilen. Solange Saskia da bleibt, ist doch alles okay. Ich wollte ja schon fast einen Babysitter rufen, okay? Aber es gibt halt Prioritäten. Hä, ist das wirklich ihr Sohn? Oder was ist das für ein komischer Typ mit Sonnenbrille? Das ist bestimmt der Obermacher in der Klasse. Ist Saskia wirklich schwanger? Ach nee, ist doch ihr Bruder. Vielleicht wird Saskia doch nicht von ihnen schwanger. So. Dann kann die Alte mal aufstehen. Und ja, ein bisschen Sachen hier ernten. Einfach mal alles verkaufen. Das ist ja traurig. Ja, das nächste Kind ist doch schon unterwegs. Sei nicht so traurig. Und ich meine, das andere Kind von dir, das könnte einfach mal aufräumen, wenn das da schon so dämlich rumsteht. Denkt ihr einfach, du bist das Schreiende etwas jetzt los? Ja, denkt sie sich halt wirklich. Schön. Es juckt halt wirklich keinen. So, jetzt nervt sie nur, dass sie schwanger halt ist, aber ja. Da kann ich halt auch nichts dagegen tun. So, dann kannst du das säubern. Ah, cool, sie rennt nackt vor ihrem Kind rum. Das ist doch auch was. Mann! Was ist denn das für ein Assi-Haushalt? Vor allem, sie hat lauter so Typ mit Sonnenbrillen. Ja, wegen mir kommt der vorbei. Es juckt mich nicht, ob dein Sohn vorbeikommt oder nicht. So. Warum fragen die eigentlich immer nach? Manche stehen vor der Tür, manche fragen halt nach und das ist immer so voll creepy. So, ich denke, du kannst dann auch mal wieder angeln. Angeln ist ja wichtig. Wissen wir alle. So. Sie pennt einfach mal wieder. Ich muss los, danke, dass du die Zeit genommen hast. Hey. Aber komm, laber ihn ein bisschen zu. Hat dir bestimmt gefehlt. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Marvin war. Ich glaube, so ein ganz unfähiger. Hier lustig, Comicfigur zitieren. Das ist bestimmt voll funny. Ey. Nein, das ist ein alter Opa inzwischen. Warum haben wir so viele alte Opas als Ex-Freunde? Das ist voll widerlich. So, jetzt geh erstmal angeln. So, die Serienromantikerin hier. Muss ja nur noch einen Typen mehr am Start haben. Der hier ist, glaube ich, schwul, der ging so. Keine Ahnung. Ich denke nicht, dass er hetero war. Graben. Ich glaube, sie hat gleich ein Level-Up. Ja, sie hat ein Level-Up.
Julia kann jetzt Katzenfische und Buntbarsche in den entsprechenden Angelplätzen fangen. Mit ihrer ruhigen Hand und ihrem scharfen Blick hat sie bessere Chancen beim Angeln, Schätze ans Land zu ziehen. Ich hoffe, sie zieht ein paar Simlons ans Land. Sonst sehe ich hier ein bisschen schwarz. Ja, hier 7G ist jetzt nicht so sonderlich viel. So, ja, oh, sie hat einen Fisch gefangen. Geil. Knochenfisch, Kapitän Fisch gerettet. Bist du irgendwie blöd? Oh, der heißt so. Eier bringt Geld. Ja, Geld nehme ich gern. Ich werde echt noch zur Profi-Anglerin. So, ein Kampffisch hat sie gefangen. Oha. Er ist nur 13 wert, also spiel dich mal hier nicht so auf. Hier, ach so, das musst du genau nicht, aber du kannst ja dann essen. Und dann schlafen. Bisschen bessere die. Was, sie hat einfach ein Fotoapparat aus dem Wasser gezogen. Was ist das für eine Frau? Warum kann die auf einmal angeln? Warum geht auf einmal ihr Level so? Okay, wahrscheinlich, weil sie so toll Sachen angelt. Ich sehe hier auf jeden Fall in Zukunft weniger Geldprobleme. Oh, sie hat sogar zwei. Sie ein Foto machen. Interessant. Sehr interessant. Oh, sie hat irgendwas wieder ins Wasser geworfen. Das sah echt peinlich aus. Sehr, sehr peinlich. Sie hat einen Lachs gefangen. Oh mein Gott. Jetzt, ich sag jetzt, da fängt sie nichts mehr Richtiges. Fängt sie irgend so einen Dreck irgendwie, keine Ahnung, Stein. Wie das halt immer ist bei... Ne, sie wirft es wieder rein. Bei Wo fängt man auch schon? Bei Harvest Moon ist es immer da, wo man halt immer die coolsten Dreck fängt. So. So. Yay, sie hat Level 5 erreicht, also für nur die ganze Nacht durchgeangelt. Wie geil. Oh, cool. Raid. Danke für den Raid. Demi King, Org Boy. Wir haben ein neues Level erreicht. Danke für den Raid. Ich bin gerade so ein bisschen erstaunt drüber. Ich habe damit jetzt gar nicht so gerechnet, dass mich heute hier jemand raidet, weil heute so still ist irgendwie, aber ja. Danke. So. Oh, du musst pinkeln. Ja, mach das, bevor du einen Unfall hast. So. Hier pinkeln. Dann hier den Kühlschrank leer essen. Reste nehmen. Dann müssen wir gleich bald wieder kochen, dann kannst du schlafen. Queen Marfrix. Moin. Hi. Ja. So. Achso, jetzt pinkelt sie sich an. Warum ist dieser Mensch so unfähig? Wieso? Bitte geh dann einfach was essen. Und dann geh schlafen und dann geh duschen. Ganz ehrlich. Oh. Die ja ihre Unfähigkeit. Das ist so ein Wahnsinn. Ich muss vor allem heute, glaube ich, wieder arbeiten, oder? Ja. 15 Uhr. Also nur 7 Stunden Zeit. Alter, sie ist einfach so ein Dreckhaufen. Ja, typisch Freitagabend, da ist es immer stiller. Nee, also vor, ich glaube, 3 Wochen war es, da habe ich auch mal Sims gespielt. Da war die Hölle los in meinem Stream. Da waren irgendwie 17 Leute oder so da und einfach so. Aber irgendwie jetzt seit die Woche war es gesamt so ein bisschen stiller. Alter, geht die gerade nicht in die Schule? Dieses Kind, das macht mich wahnsinnig. So. Gehen wir mal kurz duschen. Und nachdem wir geschlafen haben, weil ich hoffe, die schafft es noch rechtzeitig bis in die Arbeit. Komm, du gehst jetzt schon mal duschen. Es muss reichen an Schlaf. Ja, Hälfte. Hälfte ist nicht schlecht. Ich möchte lieber, dass du sauber in die Arbeit gehst, weil ich meine, als Köchin sollte man jetzt nicht wie der größte Dreckhaufen rumrennen. Das ist so ein bisschen widerlich. Ein bisschen sehr widerlich. Essen kannst du rein theoretisch in der Arbeit. Also, Alter, ist unser Typ jetzt gerade alt geworden?
Ja, er ist jetzt einfach ein Senior. Toll. Warum haben wir so einen alten Typen flachgelegt? Aber okay, dann war's das jetzt für diese Folge. Wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es weitergeht bei die Sims 4, der 100 Baby Challenge. Bis dahin, tschüss.